Köln, wie es live lebt, ne? Heute Abend kommt meine große Live-Show. Ich spiele meine neue Platte und erzähle aus meinem Leben als Musiker. Olli Schulz, was hat er die letzten 7-8 Jahre gemacht? Wie konnte er damit überleben, mit dem Quatsch, den er hier macht? Der Saal, den wir heute Abend... Oh, das sieht ja schick aus. Ui, das sieht schön aus. Hey, hallo. Schöner kleiner Saal, ausverkauft. Ich bin in der Form meines Lebens. Das ist halt, ja, Olli halt, ne? Echt unterhaltsam. Witzig, Singer-Songwriter-mäßig. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß mit Olli Schulz. Man muss ihn einfach lieben. Guck ich mir mal an. Jetzt geht's gleich los, ne? 10 Minuten noch bis zum Auftritt. Ich bin mal gespannt. Ja, also Olli hat die große Gabe tatsächlich, das, was er auch sonst den ganzen Tag macht, wenn man mit ihm unterwegs ist, tatsächlich auf die Bühne zu bringen. Ich würde mal sagen, Vorhang auf! Hallo, wie schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Olli Schulz. Was machst du denn hier? Ich bin Musiker, ich habe hier gespielt. Wie heißt du? Ich heiße Olli Schulz. Was, wie heißt du? Was ist das denn? Was machst du? Ich bin Songwriter. Was bist du? Ich bin Songwriter. Das erste Lied, was ich je in meinem Leben geschrieben habe, heißt Der Strumpfmaskenmörder. Der Strumpfmaskenmörder war in unserer Stadt und mit einem Hammer schlug er jeden Schädel platt. Mit einem Messer schlitzte er die Opfer auf und mit einem Spaten schlug er noch einmal drauf. Der Strumpfmaskenmörder, der Strumpfmaskenmörder, der Strumpfmaskenmörder, der Strumpfmaskenmörder. Das war mein allererster Song. Ich umreiße ihn trotzdem immer wieder gern mit Entertainment, ganz einfach. Also es ist nicht nur Musik, es ist nicht nur Fun, es ist einfach die Summe aus allen Dingen, was er so macht. Es macht einfach Spaß. Man will geil gefunden werden von Leuten. Man will lesen, Alter, ist der Typ gut und so. Ich hätte Angst, dass es nicht voll wird, weil diese Show, die ich heute mache, halt so ein bisschen was anderes ist. Also natürlich mache ich auch Musik heute, aber ich erzähle halt viel von meiner Zeit als Musiker und ich weiß, dass viele Leute das schätzen. Ohne anzugeben, ich habe wirklich 1000 Konzerte gesehen. Andere Musiker erzählen davon, dass sie mit 1000 Frauen geschlafen haben. Ich habe 1000 Konzerte gesehen, ist viel geiler. Wenn es gut ist, wird es schön sein und dein Leben lang passieren. Wenn es böse ist, dann weißt du es und du wirst es schnell verlieren. Wenn es gut ist, wird es da sein, wann immer du es brauchst. Wenn es böse ist, dann weißt du es und dein Herz gibt langsam auf. Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich habe hier so 2 Zettel mit so Schlagwörtern von meinen Geschichten. Wir sitzen in der S-Bahn. Ein Typ kommt rein, ein junger Typ mit Lederjacke und so und mit dem Becher und meint, ey, hast du mal ein bisschen Geld für mich? Und Arnie guckt ihn an und meint, wieso denn? Also ja, weil ich Punk bin. Und dann hat er den besten Satz gesagt. Er meinte, ein echter Punk würde sich eher die Hand abhacken, als sie einem Spießer betteln zu reichen. Und ich so, ich bin auch punkig. Sieht man nur nicht so. Ficken! Wenn man anfängt auf der Bühne, eine Sache zu erzählen, die ihn persönlich belastet oder wo man irgendwas erzählt und dann denkt so, wow, das kommt gerade aus dir raus, das ist nicht geplant. Mhm. Und diese Momente gibt es immer und manchmal sind diese Momente verwirrend für Leute. Und manchmal sind diese Momente total gut, weil stehen die Leute da und denken, Alter, was ist denn das? Wenn man was macht im falschen Augenblick. Ganz legendäre Geschichte von mir ist, dass ich mal nach Wien geflogen bin, weil ich da einen Auftritt hatte. Und ich war am Flughafen und wurde gecheckt. Und meine Kleine, ich hatte so eine Umhängetasche und die wurde durch dieses Lasergerät, was das auch immer ist, ihr wisst, was ich meine, durchgeschoben und hat die ganze Zeit gepiept. Und man konnte aber wohl nicht sehen durch dieses Gerät. Und dann meinte der Typ zu mir, sagen Sie mal, haben Sie Rasierklingen dabei? Und ich meinte, ich habe einen Bartwuchs wie ein 12-Jähriger. Ich habe höchstens für die Beine so einen Nasshaarrasierer dabei. Und dann
meinte er, ja, also haben Sie jetzt Rasierklingen dabei oder nicht? Und ich versuche so witzig, ich so, pff, kann sein, weiß ich nicht genau. Vielleicht ein Einwegrasierer. Und dann war der Typ sehr unfreundlich und meinte, ja, wenn ich irgendwo hinfliege, dann weiß ich ja wohl, ob ich Rasierklingen einpacke oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und weil du so schlau bist, stehst du auch hier und kontrollierst meine Tasche. Das war fragwürdig. Nicht menschlich. Viele sehen mich auf der Bühne und denken, was ist das für ein Übertyp, und dann sehen die, ich bin auch nur ein Mensch. Übrigens steht heute ein Flügel auf der Bühne, der steht nur hier, damit ich meinen Laptop darauf stellen konnte. Ich kann überhaupt nicht Klavier spielen. Und eigentlich geht man ja deswegen hin, weil er halt Geschichtenerzähler ist. Und ihm scheinen irgendwie jeden Tag tausend geile Sachen zu passieren. Und Mandu Diao werden wie Götter behandelt, wirklich. Wenn Mandu Diao kommen, dann wird hier alles geputzt und so. So ist es wirklich ein bisschen. Wir spielen da. Und danach hatten wir richtig Hunger, gehen ins Catering-Zelt, es war nichts mehr zu essen da, außer ein riesiger großer Teller mit frisch gebratenen Nackensteaks vom Grill. Und ich so, oh, Nackensteaks, ich liebe Nackensteaks. Ich und Felix gehen dahin, auf einmal steht da so ein Zettel vor, only for Mandu Diao. Und da hab ich gesagt, ist mir scheißegal, scheiß auf Mandu Diao, scheiß auf diese kleinen pissigen Schweden. Ich war super genervt, bin hin, Brötchen aufgeschnitten und Felix hat mir jedem zwei Nackensteaks da reingepackt, so. Und was ich nicht gesehen habe, Mandu Diao saßen im Zelt, die gesamte Band mit der Crew. Dann kommt der Manager auf mich zu, der Typ war so groß wie eine Thermoskanne. Also, can't you read? This is from Mandu Diao. Ich so, yeah, but I'm hungry, sorry. Und dann hat er wirklich den Chef gesucht von dem Catering-Zelt, der das Essen macht. Who's in charge here? Who's the boss? Out with these guys! Und war wirklich super ätzend. Und dann kam aber keiner. Und dann habe ich mich vor ihm gestellt, und ich weiß, man kann sich jetzt cool darstellen, aber ich bin einfach mal, vor ihm her habe ich mich hingestellt, habe da reingebissen und meinte, call the police or call your mother, you shithead. Und bin so weitergegangen. Ich kann manchmal sehr dominant werden. Das gefällt mir, ich mag das. Das ist so eine Art. Dass ich zur richtigen Zeit das Richtige mache, das kommt, ist noch nie vorgekommen. Die einzig relevante Band ist Radiohead. Alle anderen sind echt voll daneben, weil das sind so Künstlertypen, die so in sich zurückgezogen leben, in einem Kokon, in einer Blase, aus purer Leidenschaft. Und die anderen können das alle nicht. Und der Maya-Kalender und Nostradamus haben gesagt, 2012 ist alles vorbei. Doch neulich klingelt es an deiner Tür und da stand Tom York, Nostradamus und einer Abgeordneter von den Mayas. Und die haben gesungen, halt die Fresse, Kriegenkind. Oder fällt doch ein bisschen nah. Meine Rüstung, Baby, was ist denn? Komm endlich klar. Dankeschön. So, das war's. Ich mach Pause. Danke für den Abend, wollte ich kurz noch sagen. Ich geh jetzt nach Hause. Wir sehen uns bald. Du, 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 du. Tschüss, danke. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß und ich danke euch. Tschüss. Geil, ne? Alleine so eine Show machen. Hast du 10 Minuten alles abgebaut? Top. Aber eine rauchen wir noch mal. Hast du noch zwei? Habe ich hier noch eine Umhängetasche? Die steht draußen auf der Treppe mit deinem Tabak.